Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein. Ihr Fell war ganz weiß und sie hatten alle einen weißen Streifen über dem Rücken, gerade so wie ihre Mutter. Und so könnt ihr euch denken, dass sie alle sehr hübsch waren. Eines Morgens rief die alte Geiß alle sieben herbei und sagte: Liebe Kinder, unsere Vorräte sind aufgezehrt. Deshalb will ich den großen Korb nehmen und in den Wald gehen und Futter holen. Oh ja, Mutter, bring süßen Klee. Und Löwenzahn. Und fettes Sumpfblatt. Ja, meine Geißlein, aber ihr müsst versprechen, dass ihr brav zu Hause bleibt. Und macht ja niemand die Tür auf. Der Wolf schleicht umher, der Bösewicht verstellt sich oft. Aber merkt euch, an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Pfoten könnt ihr ihn erkennen. Wir werden uns schon in Acht nehmen. Du kannst beruhigt fortgehen, Mutter. Ich, der Älteste, ich werde schon aufpassen. Wir schieben gleich den Riegel vor, wenn du fort bist, und sehen dir durchs Fenster nach. So lebt denn wohl, meine Kinder. Die alte Geiß war noch nicht lange hinter den Fichten verschwunden, da klopfte jemand an die Tür und rief: Macht auf, liebe Kinder! Eure Mutter ist da und hat euch etwas Leckeres mitgebracht. Zartes Gras und Würzgekressen, wie's die Geißlein gerne essen. Meine Brüderchen und Schwesterchen, die Mutter ist da. Ja, ja, die Mutter ist da. Komm, wir wollen schnell aufmachen. Nein, ich, der Älteste, ich verbiet's euch. Habt ihr nicht gehört, wie rau und tief seine Stimme war? Es ist der Wolf. Ja, ja, der böse Wolf ist draußen. Wir machen dir nicht auf. Du hast eine viel zu raue Stimme. Du bist unsere Mutter nicht. Als der Wolf das hörte, da dachte er: Wie ärgerlich. Mir lief schon das Wasser im Munde zusammen nach dem zarten, jungen Geißlein. Aber wenn's an meiner rauen Stimme liegt, so will ich schon Abhilfe schaffen. Ich kaufe mir beim Krämer ein Stück Kreide. Die esse ich auf und dann wird meine Stimme hell und fein. Gerade so wie die von der Mutter Geiß. Doch muss ich mich beeilen, damit ich vor der alten Geiß wieder da bin. Da lief der Wolf, was er nur konnte. Und bald war er wieder bei dem Häuschen der sieben Geißlein. Er klopfte an und rief mit feiner Stimme: Ihr lieben Geißlein, macht auf! Eure Mutter ist heimgekommen und hat euch leckere Sachen mitgebracht. Süßen Klee, Laub von den Hecken, das wird meinen Geißlein schmecken. Nein, nein! Habt ihr denn nicht seine Pfote gesehen? Er hat sie aufs Fenster gelegt. Sie ist ganz schwarz und struppig. So ist es der Wolf. Oh, du Bösewicht! Du bist unsere Mutter nicht. Die hat feine, weiße Füße. Du aber hast garstige, schwarze Pfoten. Wir lassen dich nicht ein. Da knurrte der Wolf und sagte bei sich: Wartet nur, ihr Geißlein, euch kriege ich schon noch. Liegt's an meiner schwarzen Pfote, so weiß ich schon Rat. Ich lauf geschwind zum Bäcker, lass mir Teig darüber streichen und Mehl darauf streuen. Und wenn er's nicht tun will, so sage ich nur: Dann fresse ich dich auf mit Haut und Haar.
darauf wird er's tun. So sind die Menschen. Und er hatte recht. Seiner Angst, was der Bösewicht verlangte. Und so lief nun der Wolf zum dritten Mal zu dem Häuschen. Und Kinder, macht auf! Euer Mütterchen ist heimgekommen und hat euch das Beste mitgebracht. Löwenzahn und Lattichblatt, da werden alle Geißlein satt. Meine Kinderchen, macht auf! Leg erst deine Pfote ins Fenster, damit wir sehen, ob du auch wirklich unsere Mutter bist. Recht so, meine Geißlein. Es freut mich, dass ihr so vorsichtig seid. Da! Seht nur, sie ist ganz weiß. Ja, ganz weiß und gar nicht struppig. Mütterchen, gleich schieben wir den Riegel weg. Komm nur schnell herein, wir sind so hungrig. Da machten sie die Tür auf und der Wolf sprang herein und knurrte. Jetzt habe ich euch endlich doch. Ich habe auch Hunger, großen Hunger. Nun fresse ich euch alle miteinander auf. Wie erschraken da die Geißlein, als sie den grimmigen Wolf sahen. In ihrer Todesangst wollten sie sich verstecken. Das eine sprang unter den Tisch, das andere in den Wäschekasten. Das dritte zwängte sich unter das Bett, das vierte unter den Schrank, das fünfte schlüpfte unter die Waschschüssel, das sechste unter die Bettdecke. Das jüngste aber sprang in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie, eins nach dem anderen, und verschlang sie. Nur das jüngste fand er nicht. Da brummte er, »Wo ist nur das siebente?« Ich kann und kann's nicht finden. Aber ach was, ich mag nicht mehr suchen. An dem ist sowieso nicht viel dran. Und ich bin ja ohnehin schon so satt. Das war ein Festmahl. So, nun spaziere ich ganz behaglich hinaus und lege mich schlafen. Unter der Eiche am Brunnen, wo es schattig und kühl ist. Als aber der böse Wolf schon im Moose schlief und schnarchte, kam die Mutter Geiß nach Hause. Aber was musste sie da erblicken? Voller Schrecken rief sie, gingen sie fort in den Wald hinein. Plötzlich blieb die Mutter Geiß stehen und sagte, Silberfellchen, still, horch nur, es schnarcht ganz in der Nähe. Mutter, jetzt höre ich's auch. Da von der Eiche kommt's her. Ja,
Da sehe ich auch schon seine Schnauze aus dem Gras ragen. Das ist der Wolf. Schnell, komm. Huh, er schnarcht ja, dass die Zweige zittern. Siehst du, da liegt er, der grausame Vielfraß. Mutter, in seinem dicken Bauch bewegt sich etwas. Meine Geschwister darinnen sind vielleicht noch am Leben. Deswegen habe ich auch eine große Schere mitgebracht. Damit will ich ihm den Bauch aufschneiden. So, ritsch, 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 ritsch. Oh, ich sehe schon ein Bein herauskommen und nur ein Ohr und einen ganzen Kopf. Und jetzt kommen sie alle miteinander heraus. Mäh, ja, ja, mäh, mäh, mäh. Oh, meine Geißlein. Ihr seid heil und unversehrt. Wie froh ich bin. Aber nun lauft und bringt jeder einen großen Stein. Die legen wir alle in seinen Bauch und ich nähe ihn dann zu. Das taten die Geißlein auch ganz geschwind. Und als die alte Geiß mit dem Nähen fertig war, da sagte sie: So, meine Geißlein, nun verstecken wir uns alle hier im Gebüsch. Nun geschwind! Der Wolf bewegt sich schon. Psst, raschelt nicht im Laub. Jetzt ist er ganz aufgewacht und horcht nur, wie er brummt. Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Ich meinte, es wären die Geißlein. Dabei sind's lauter Wackerstein. Der Leib tut mir so weh. Und ich habe solchen Durst. Ich muss etwas trinken. Seht nur, da schleppt er sich. Und beugt sich gierig über das Wasser. Die Wackersteine werden ihn hinabziehen. Da, zieht! Schon stürzt er hinab! Jetzt muss er jämmerlich ertrinken, zur Strafe für seine Gier und Grausamkeit. Da liefen sie alle zum Brunnen und riefen: Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der böse, böse Wolf ist tot. Und sie nahmen sich alle an den Vorderbeinen und tanzten voller Freude um den Brunnen herum.